Sechstens, vor dem Gottesdienst. Bitte informieren Sie vor allem auswärtige Gäste, wie Sie zur Kirche kommen. Berlin ist eine große Stadt und leider gibt's bei uns auch oft Stau. Wir haben Parkplätze hinter der Kirche, der Zugang geht über die Suarezstraße und dort können Sie Ihr Auto abstellen. Mit der S-Bahn fahren Sie am besten bis zum Bahnhof Charlottenburg, mit der U-Bahn zum U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz und mit dem Bus zum Amtsgerichtplatz und von dort jeweils schlagen Sie sich am besten durch, indem Sie Menschen fragen. Die Kirche, unsere Kirche ist eine sehr moderne Kirche. Wenn man vor ihr steht, wird Ihnen das gleich auffallen. Kommen Sie am besten rechtzeitig zur Kirche. Wenn Sie in die Kirche hineingehen, halten Sie sich an den rechten Sitzblock, da wo vorne die Taufschale aufliegt. Bitte setzen Sie sich als Eltern mit Ihrem Taufkind, mit dem Paten, vielleicht Geschwisterkindern, am besten in die erste Reihe. Falls Sie ein Liedheft gestaltet haben, können Sie das schon mal verteilen. Die Musiker können schon mal ihre Instrumente auspacken. Der Pfarrer wird sicher seinerseits schon in der Kirche sein mit ersten Vorbereitungen. Die Taufkerze, die stellen Sie bitte auf den Altar, sodass Sie alle dann gut im Blick haben. Gerne stellen wir auch die Taufkerzen der Geschwisterkinder auf, wenn sie schon getauft sind. Bitte bringen Sie also auch die Kerzen Ihrer anderen Kinder mit. Dort liegen dann auch die anderen Sachen bereit, die für die jetzt folgende etwa 45-minütige Tauffeier benötigt werden. Das ist das Chrisamöl, eventuell, da kommen wir noch drauf, das Taufkleid, eine Karaffe mit Wasser und die Dokumente. Der Taufgottesdienst, der soll würdig und feierlich, aber auch fröhlich sein. Wir freuen uns besonders, wenn viele Kinder dabei sind. Diese werden in den Gottesdienst gerne eingebunden. Wenn Ihr Kind etwas unruhig wird, ja, dann stört uns das weiter nicht. Wenn es zu laut wird, dann gehen Sie einfach mit Ihrem Kind in der Kirche umher, gucken sich die Sachen an oder besuchen Sie gemeinsam die Marienkapelle und zünden dort ein Kerzlein an. Im Extremfall haben wir auch einen Raum für die Kinder, in den der Gottesdienst akustisch übertragen wird. Sie sind dort also auch akustisch weiter voll dabei. Wichtig ist uns nur, dass die Taufkinder durch die Kleinen nicht um ihren Gottesdienst gebracht werden. Viele Verwandte und Freunde gehören keiner Kirche oder Religionsgemeinschaft an. Bei uns sind sie alle ihre Freunde sind herzlich willkommen. Jeder darf alles mitbeten und mitsingen, was er möchte. Aber es soll auch niemanden etwas übergestülpt werden, das er so nicht möchte oder noch nicht möchte.